Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Wir haben den netten Freund von Herrn Leuwarden beerdigt, haben im Anschluss den Tod getroffen. Naja, die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Das sind vier Reiter. Ja. Geisterreiter, die Unheil ankündigen. Vielleicht sowas in der Art. Da ist es bestimmt angelehnt. Ja, da kann man die wahrscheinlich her. Ja, und im Anschluss haben wir den Geist von Leo, den wir am Anfang da allein gelassen haben. Der uns für seinen Tod verantwortlich macht. Was wir natürlich nicht sind. Denn wir haben uns tadellos verhalten in jeder Hinsicht. Aber wir haben dem jetzt auch wieder den Chaos gemacht. Ich spiele dem Zwergenschmied einen Streich und piss ihm in den Blasebalg. Der Knabe. Die Bestie ängstigt die Leute so, dass sie sich in die Hosen pissen. Ja, wer hat denn die erzogen? Niemand. Die haben einen Ton am Leibe. Was man. Ob wir da eine Runde werfen können? Bestimmt. Alle spielen, aber keiner gibt's zu. So ist das. Seid ge. Oh. Macht's gut. Eher scheinbar nicht. Eher ist da gesetzestreu. Ist es überhaupt gesetzlich verboten zu würfeln? Ich glaube, die Kirche hat das verboten. Achso. Zumindest mag der Geistliche das nicht. Ja gut, das kann uns ja egal sein. Tür zum Leben. Das ist jetzt mein Haus. Achso, guck mal aufs Bett, dann wissen wir, warum es leer steht. Ja, hier wütet ja eine Seuche. Mir ist aufgefallen, wir können ja immer noch keine Pflanzen suchen, obwohl wir das Buch gelesen haben. Auch das von der Triss? Du meinst wohl von der Abigail? Abigail, die ja. Hexe. Aber macht der noch Spell? Menschen und Landerlinge bezahlen. Hier sollte eigentlich ein Händler sein, der uns auch die Pflanzen verkauft. Ach, vielleicht ist er auch drin, wenn es jetzt regnet. Das war da eben eigentlich früher für einen Auflauf an Menschen. Ja, aber, ja, es hat geregnet, da haben sie sich unter das Dach gestellt. Das war schön zu sehen. Ja, das war nicht. Eine lebendige Welt. Neuigkeiten? Ich habe euren Freund begraben. Traurig, wenn man so enden muss. Irgendwo in einem vergessenen Dorf. Es war ein anständiges Begräbnis. In dem Fall kann ich reinen Gewissens abreisen. Habt ihr nichts vergessen? Ach ja. Hier, eure 200 Orens. Kein Grund zur Eile. Na, ich bin trotzdem noch nicht so ganz von dem Begräbnis überzeugt. Wieso? Das in der Kapelle? Ja, aber auf so einem Stein dann da. Ja, so ist doch ein Mausoleum. Ja, da hat jeder noch was von. Wohin jetzt? Zur Hexe. Das Büchlein kaufen? Ja, und mit der Hauptquest vorangehen. Und ich möchte ein bisschen Alchemie lernen, wenn das Geld noch reicht. Denn wir haben ja in der Gruft noch was zu erledigen. Zumindest hatte Mikul angedeutet, dass da jetzt Leute Schutt wegräumen. Und da waren ja noch Gegner hinter. Richtig. Hier erstmal schauen. Was wollt? Sinnvolle gute Tiere. Nur Getränke. Gutes Blatt. Was macht das? Ach, das dreht die ab. Kommen die dann gar nicht, oder? Ich weiß nicht, ich hab's noch nicht gekauft. Was kostet das denn? 400? Mhm. Kann man sich nicht leisten. Mhm. So. Jetzt haben wir zwei von den Büchern. Liest du die denn auch richtig? Naja.
Ja, sag nicht ja, ja, du machst da immer so zack, zack. Wir lesen richtig. Hopp, hopp. Bobo. Elfen, Medizin. Charaktere. Gut, haben wir ja auch gelesen, konnten es. Das stimmt, solche. Ja, muss man halt im Zweifel einfach gucken, dass das. Ihr habt dies bereits gelesen. Machen wir mal richtig, was das denn? Das Buch beschreibt weise Myrte, die wir suchen müssen. Es ermöglicht es, aus diesen Pflanzen alchemistische Zutaten zu bilden. Okay. Im Tagebuch ein Zutateneintrag hinzu. Zutaten. Schillkraut. Mieswurz. Was ist denn da? Das alphabetisch geordnet ist. Heißer Essig. Schildkraut können wir also ernten. Was brauchen wir? Weiße Myrte. Die ist explizit da erwähnt. Ja, Bärbauer. Stimmt. Bärbauer, Schildkraut, alles erwähnt, nur die weiße Myrte. Gut, dann müssen wir zur Not kaufen. Ja, dann. Nicht, dass das ein Bug ist, der alles, was mit dem weißen Myrte zu tun hat, aus dem Spiel entfernt. Das würde mich ja wundern. Ja. Hatte ich aber auch noch nie. Das ist jetzt so die Platinum Edition. Ja, die wir im Laden gesehen hatten für 5 Euro und zugeschlagen. Ja, wo wir schon 2 andere Versionen vom Spiel haben. Aber waren natürlich tolle Sachen dabei. Was war dabei? So ein Büchlein, ne? Ein Lösungsheft. Das wir natürlich nicht brauchen. Ja. Aber so manchmal. Das ist halt, ja, da stand was von Kräuterkunde. Was? Kräuterkunde aus dem Zima. Seid gegrüßt. Welch ein verabscheuungswürdiger Ort. Ich sitze hier mit meinen Waren fest und in der Stadt harren Frauen, Kinder meiner. Warum kommt ihr nicht hinein? Die Simas Tore sind zu wegen der Pest. Bei den Göttern, nichts ist schlechter fürs Geschäft als solchen. Ich denke, wir können nur warten. Die meisten Kranken sind tot. Doch nun verbreiten die Bestie und Banditen Angst und Schrecken. Jetzt fehlen nur noch Steuereintreiber. Kann ich euch etwas fragen? Was? Gibt es Banditen im Umland? Wahrhaftig, ja. Die nennen sich Bürgerwehr und verlangen Schmiergeld. Auch soll eine Sekte aus Visima hier eingetroffen sein. Tragen diese Männer das Salamander-Symbol? Bin ihnen nie begegnet. Aber wenn es sich um eine Sekte handelt, weiß der Geistliche sicher mehr. Ich frage ihn. Was? Was hat es mit dieser Pest auf sich? Mit der Pest? Das ist eine Art Beulenpest. Ich meide jeden, der auch nur kränklich aussieht. Habt ihr keine Angst? Ich bin immun gegen ansteckende Krankheiten. Großvater hat das auch behauptet. Er beharrte darauf, dass seine Pestbeulen nur Pusteln wären. Möge er in Frieden ruhen. Was? Erzählt mir von der Bestie. Sie soll eine Art Phantom sein, das aus dem Nichts auftaucht und jene ermordet, die das Gewissen plagt. Interessant. Tja, königliche Beamte wären ein Festschmaus für sie. Und andere Gespenster dienen ihr in der Gestalt von Bluthunden. Ich muss wohl die Einheimischen fragen. Was? Ah, verdammtes Wetter. Ach, ja, machen wir doch. Wie viel brauchen wir? 5. Wie schön, dass sie so ein Hintertürchen eingebaut haben. Wenn man es nicht sammeln kann. Kalkstein haben sie bestimmt was überall hier. Ich wollte euch... Ah! Endlich jemand, mit dem es sich zu reden lohnt. Die Einheimischen interessieren sich für nichts außer ihre täglichen Belange. Ich bin nicht von hier. Außerdem, wenn die Einheimischen über Alchemie nachdenken würden,
bräuchten sie euch nicht mehr. Ha! Typische Kurzsichtigkeit! Hexer, Alchemie ist die Mutter aller Wissenschaften. Und wisst ihr auch warum? Sie ermöglicht uns, die Welt zu verstehen. Alles um euch herum ist nichts anderes als Alchemie, die lächerlich zu machen, ihr so versessen seid. In eurem Körper finden ständig alchemistische Prozesse statt. Nur durch sie könnt ihr essen, atmen, ausscheiden. Mehr noch, sie sind für eure Gedanken und Gefühle verantwortlich. Alchemie ist Leben. Wechseln wir das Thema, bevor die Bauern auf die Idee kommen, uns auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. Der Wissenschaft kann man nicht das Maul stopfen. Aber gut, was wollt ihr wissen? Ich interessiere mich für Formeln. Oh, fertige Formeln sind selten und schwer zu finden. Ich rate euch, experimentiert und wandelt Rezepte ab, die ihr schon besitzt. Die meisten Leute unterschätzen den Wert der empirischen Methode in der Wissenschaft. Ich denke, ich habe genug gehört. Aber wir haben doch gerade erst angefangen. Lebt wohl. Verdammt, ich sollte eigentlich im Händlerviertel im Geld schwimmen. Stattdessen muss... Schichte. Ja, hier. Super. Ja, die Öle brauchen wir nicht. Ich würfle nicht. Sicher? Ich bin pleite. Also, wir warten aus dem Alchemie. Neuig. Kann ich zweimal verwenden? Ja. Also, du bist nochmal irgendjemand. Ja, ja. Dann kannst du kann man die auch mit Bedarf abkaufen. Ja. Sicher? Die war Chemie erfahren hier. Dann brauchen wir den Trank. Vielleicht weiß Abigail was. Wir brauchen hier schon mal was wir können. Ein bisschen Waldkauz. Stimmt hier nicht. Hast du keinen alchemistischen Grundstoff? Dann einfach mal 16 Stunden ausruhen. Ja. Seltsam, seltsam. Auf die Kopf hätte ich schon gerne so einen Trank. Ach, es geht auch ohne. Dann also auf zur Gruft. Das ist epic, ey. Die kleinen Bären. Ja. Ich mag es ja, kleine Bär. Habe ich bei Little of Dawn gelernt. Ich fand eure Nachricht. Sehr gut. Habt ihr die Bagestenschädel? Habe ich. Sie gehören euch. Wenn ihr zahlt. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Und nehmt diese Alraunwurzel. Sie könnte euch von Nutzen sein. Ja, oh, hier den Cut. Ja. Und da geht es in der nächsten Folge erstmal mit ein paar Dialogen weiter. Ja. Bis dahin.